Mann, das ist vielleicht eine Umstellung. Bis vor kurzem war ich noch Außenminister, Vizekanzler, Kanzlerkandidat. Wer weiß, ob ich das jemals alles wieder werde, aber jetzt bin ich Vorsitzender der SPD-Fraktion und jetzt muss ich mich einfach mit der SPD mehr auseinandersetzen, als ich das bisher getan habe. Auch als Kanzlerkandidat konnte ich mich ja um die Partei gar nicht so sehr kümmern und das ist gar nicht so einfach. Die SPD ist ja ein Riesenhaufen und die sind zersplittert. Da gibt es die Jusos und die Altsozialisten und die Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen und die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen und ich weiß nicht, was noch alles. Und Flügel gibt es da und Arbeitskreise, Netzwerker und Seeheimer Kreis. Und, also da muss ich mich erstmal zurechtfinden und ich denke, das Ganze muss man erstmal ganz grob unterscheiden in den rechten Flügel und in den linken Flügel. Und das ist gar nicht so einfach. Die Flügel müssen ja gleich stark sein, sonst bewegt sich ja nichts nach vorne. Die müssen ein gemeinsames Ziel haben und man muss wissen, wo man hingehört. Wo gehöre ich jetzt hin als Fraktionsvorsitzender? Also wenn man was werden will, muss man eigentlich im rechten Flügel sein. Wenn man die Flügel aber gleich stark machen will, müsste ich mich eigentlich mehr zu dem linken Flügel bekennen. Es ist also wirklich ein Problem. Ich weiß nicht, wie ich das anstellen soll. Aber vielleicht ist es das Beste, wenn ich zu gar keinem Flügel gehöre, sondern wenn ich den Kopf bilde. Ich glaube, das ist richtig. Der Kopf, der weiß, wo es hingeht. Der Kopf ist immer vorne. Der Kopf hat zwei Augen. Der hat alles im Blick. Und der Kopf hat auch den Schnabel. Da kann er mal den Schnabel aufreißen, wenn er mit der Frau Merkel sich im Bundestag mal wieder auseinandersetzt oder mit diesem komischen Nachfolger von mir, dem Herrn Westerwelle. Und der kann auch mal ein bisschen rumpicken auf den Genossen, wenn die nicht so wollen, wie er will. Ich glaube, das ist die richtige Lösung. Ich bin jetzt der Kopf und darauf trinke ich einen. Zum Wohl.